Herzlich willkommen zum zweiten Teil NFTs in Solana. Den ersten Teil findet ihr auf meinem Odyssey-Kanal. In diesem Video möchte ich euch einige besondere NFT-Typen im Solana-Netzwerk vorstellen, nämlich die XP und C-NFTs. Zu P-NFTs. P steht für Participation oder englisch für Teilnahme und sind NFTs, die allen Teilnehmern, die an einer Auktion zu einem NFT teilgenommen haben, verteilt werden. Denn viele One-of-One-NFTs, also einzigartige NFTs, von denen es nur einen gibt, werden im Bieterverfahren verteilt. Der Künstler hat somit eine Möglichkeit, sich bei allen Teilnehmern der Auktion zu bedanken, indem diese ein P-NFT erhalten. Diese speziellen NFTs sind nur während der Teilnahme an der Auktion erhältlich und somit auf die Anzahl der Teilnehmer limitiert. P-NFTs können nach Ablauf der Auktion auch auf dem Sekundärmarkt weiter vertrieben werden. X-NFTs. X steht für Executable und heißt englisch ausführbar. Executable-NFTs sind entwickelt von der Coral Community, zu dem ehemalige Mitglieder von Alameda Research gehören, die auch in FTX involviert waren. Das NFT hält als verknüpfte Metadateien jedoch nun kein statisches Bild oder Video oder ähnliches, sondern ausführbaren Code. Mit Erwerb eines X-NFTs sind damit auch verbunden die Rechte zur Nutzung dieses Codes. Das NFT wird dadurch selbst zu seiner eigenen dezentralen Anwendung bzw. DApp und es ist somit möglich, das NFT direkt aus seinem Wallet heraus auszuführen, ohne dass ein Wallet, wie sonst üblich, mit einer dezentralen Anwendung, meist einer Webseite, verbunden werden muss. Solche X-NFTs sind aber nur in bestimmten Wallets ausführbar und dazu wird das Solana Wallet Backpack empfohlen. Backpack ist somit quasi nichts anderes als das Operating System oder somit das Betriebssystem für diese X-NFTs, die dann ihre eigenen Anwendungen sind. X-NFTs sind bisher nur experimentell und nur für Solana erhältlich. C steht für Compressed und heißt auf Deutsch in etwa zusammengedrückt. C-NFTs sind ein besonderes Verfahren, um günstig das Erzeugen von einer Vielzahl von NFTs zu ermöglichen. Man findet insbesondere dort Anwendungen, wo NFTs etwas Einzigartiges darstellen, die aber nach einem bestimmten Schema für Massen generiert werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Konzerttickets. Bei C-NFTs wird die Metadata off-chain ausgelagert, befindet sich aber weiterhin im Konsensusraum. Diese Metadaten, die dort ausgelagert werden, sind dann zum Beispiel die Übertragungsinformation oder der Speicher des NFTs selbst. Die C-NFTs speichern ihre Daten in einer Merkle-Tree-Struktur, wie wir sie auf der rechten Seite sehen können, wobei der Merkle-Root auf der Blockchain selbst abgespeichert wird und quasi dann wieder eine Zusammenführung aller Daten ist, die außerhalb der Blockchain abgespeichert werden, diese sogenannten Merkle Leaves. Dadurch, dass die Daten alle wieder zusammengefasst werden und auf die Blockchain zurückkommen, kann man dann auch sehen, dass sich auch weiterhin der Konsensus über den Merkle Root, dass der erhalten bleibt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.